Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's um Konstruktoren. Konstruktoren sind im Prinzip spezielle Methoden und ihr wisst ja, spezielle Methoden bzw. Methoden generell sind einfach nur Funktionen mit einem geheimen Parameter und somit sind eigentlich auch theoretisch Konstruktoren nur stinknormale Funktionen. Aber sie haben in vielen Sprachen eine besondere Stellung, nämlich werden sie als allererstes neu aufgerufen. Also wenn ihr dieses new benutzt, dann ruft ihr implizit einen Konstruktor auf. Und jede Sprache liefert euch, wenn ihr so eine Klasse schreibt, Standardkonstruktoren mit. Ein Standardkonstruktor macht im Prinzip genau das. Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehe und sage, ich schreibe mir einen Standardkonstruktor, dann steht hier normalerweise immer public. Das werden wir noch genauer uns angucken, was dieses public und so weiter bedeutet. Das lassen wir jetzt hier einfach mal unter den Tisch fallen. Und dann steht hier Schule, Klammer, und dann ist das schon eure Funktion. Achtung, dieses Mal brauchen wir hier keine Funktion vorne dran, also Function oder sowas brauchen wir hier wirklich nicht. Das ist der große Unterschied zu den normalen Funktionen. Ich mache hier mal gerade ein bisschen Platz, damit ich auch noch ein paar Zeilen habe. So, und was der Standardkonstruktor jetzt macht für euch, ist folgendes. Er setzt einfach Anzahl Schüler gleich 0, Name gleich Ja, das ist jetzt der Standardkonstruktor, der macht eigentlich nicht viel, außer, wie gesagt, eure Variablen zu initialisieren oder eben in C zum Beispiel dann auch oder in C++, nicht in C natürlich nicht, da gibt es keine Klassen, aber in C++ auch noch Speicher für eure ganzen Variablen automatisch anlegen und so Zeugs. Gut, was ich jetzt natürlich hier noch machen kann, ist, ich schreibe nicht den Standardkonstruktor, der wird mir ja sowieso mitgeliefert. Also das Ding hier ist sowieso schon dabei. Wenn ich hier auch eine Klasse schreibe, das ist immer dabei. Das brauche ich überhaupt nicht schreiben. Aber was ich machen kann, ist, ich schreibe mir hier meinen eigenen Konstruktor. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, ich muss meine Variablen als Parameter übergeben. Das heißt, String Name und String Anzahl Schüler. Achtung, die müssen nicht so heißen. Das kann auch einfach Schüler heißen und das hier kann Name XYZ heißen. Aber ich mache jetzt hier einfach mal einmal mit der, also mit dem gleichen Namen hier, damit wir sehen, wie man damit umgeht. Und einmal mit einem unterschiedlichen Namen. Also ihr seht, die sollen irgendwie nachher gesetzt werden. Und was jetzt hier eben passiert ist, wenn ich hier Schule YouTube aufrufe oder Schule KIT aufrufe und dieses New aufrufe, dann wird automatisch mein Konstruktor aufgerufen. So, und wenn ich jetzt einen eigenen Konstruktor schreibe, dann wird mein Standardkonstruktor weggeschmissen. Das heißt, den gibt es normalerweise gar nicht mehr. Was ich jetzt also nicht mehr machen kann, ist, ich kann nicht mehr schreiben New Schule, Klammer, Semikolon. Das geht nicht mehr, sondern ich muss diese Parameter hier mitsetzen und mit übergeben hier rein. Das heißt, mein Parameter fürs KIT wäre hier einmal KIT, Komma, also das wäre der Name, das heißt, das wird jetzt hier auf den Namen gesetzt. Im Prinzip ein stinknormaler Parameter, wie von der Funktion auch. Und die Anzahl an Schülern wird gesetzt auf 23.000, beziehungsweise das hier ist aktuell einfach nur Schüler, wird auf 23.000 gesetzt. Und danach, wenn ich das gemacht habe, brauche ich das hier nicht mehr. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt hat mein KIT immer noch 0 Schüler und den Namen leer. Also doof. Was ich jetzt aber machen kann, ist, ich setze meine Anzahl von Schülern auf das, was ich hier als Parameter bekomme, nämlich Schüler, und dann setze ich meinen Namen auf Namen. Achtung, was ich jetzt hier gemacht habe, ist Name gleich Name, was soll das jetzt genau bedeuten? Naja, Name gleich Name heißt so viel wie dieses Ding hier, dieser Name wird auf das gesetzt, was er eh schon ist. Das heißt, ich setze diesen String hier, den ich hier mit übergebe, wieder auf genau diesen String. Das macht im Prinzip gar nichts. Was ich machen will, ist, ich möchte diesen Namen hier setzen. Und deswegen gehe ich her und schreibe this.name gleich Name. Und normalerweise erkennt jede Sprache this.name. Dabei handelt es sich um diesen String hier oben, das erkennt jede Sprache. Oder self, wie gesagt, kann man auch benutzen. Und Name ist das, was ich hier als Parameter im Konstruktor mit übergeben bekomme. Und ja, das wird dann eigentlich immer erkannt, automatisch. Und wenn es mal ganz, ganz komisch ist, dann solltet ihr entweder die Sprache wechseln, weil es keine gute Sprache ist, oder hier Name 2 oder sowas hinschreiben. Aber ja, gut.
Und was ich jetzt eben gemacht habe, ist, wenn ich mein KIT jetzt so initialisiere, dann habe ich hier automatisch schon meine Variablen richtig gesetzt, nämlich einmal KIT und einmal 23.000. Und das kann ich jetzt hier bei, beziehungsweise ich muss sogar, weil das hier gibt's ja nicht mehr hier, ich muss jetzt hier auch mein YouTube in dieses Format umwandeln. Das heißt einfach das da rein und 13.000 so reinschreiben. So. Und ja, das heißt aber in keinem Fall, dass diese beiden Dinger hier fest sind. Ich kann immer noch hergehen und sagen, YouTube.Anzahl Schüler gleich 100.000. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber in meinem Code kann ich sowas durchaus ohne Probleme machen und das festsetzen. Und ja, das ist sofort eigentlich dann gesetzt. Das heißt, diese 13.000 werden dann überschrieben, die existieren nicht mehr, die werden weggeschmissen. Im Prinzip wie wenn ihr mit einer normalen anderen Variable arbeitet, also sowas wie int x gleich 0 und dann sagt ihr hier x gleich 42 und schon hat x den Wert 42 und die 0 ist quasi nicht mehr da. Genau gleich ist es im Prinzip hiermit auch. Wir sagen hier einfach, wir setzen das standardmäßig oder am Anfang setzen wir es auf 13.000 und dann überschreiben wir das Ding und setzen es auf 100.000, weil plötzlich irgendwas Komisches passiert ist, was ich natürlich sehr geil finde. So, und jetzt kann man natürlich auch hergehen und sagen, hey, ich gebe dem ganzen Ding Standardwerte. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel meine Schüler auf standardmäßig 0 setzen und meinen Namen auf standardmäßig Lehrer-Dings und dann kann ich auch wieder hergehen und sowas machen. Also so eine Schule kreieren, die weder Name noch Schüler hat und diese beiden werden dann hier einfach auf diese Standarddinger gesetzt. Das heißt, ihr habt hier im Endeffekt Konstruktoren, die sowohl das erlauben als auch den Standardkonstruktor, wenn ihr mit diesen Default-Parametern arbeitet, von denen wir es schon hatten. Super! Und ja, das ist eigentlich auch schon der ganze Trick dahinter. Das sind Konstruktoren, die ersparen euch einfach nur ein paar Zeilen Code im Endeffekt und machen alles so ein bisschen übersichtlicher. Aber ihr könnt natürlich auch noch hier hergehen und sagen, hey, eine Anzahl negativer Schüler, also if Schüler kleiner 0, dann geht das irgendwie nicht, weil ich kann nicht negative Anzahl an Schülern auf meiner Schule haben. Dann sage ich, Anzahl Schüler gleich 0 und ansonsten mache ich dann das hier. So, das heißt, ich kann hier sagen, Anzahl Schüler gleich 0, wenn die Anzahl an Schülern, die übergeben wurde, kleiner als 0 ist, also eine komplett bescheuerte Angabe war. Und ansonsten setze ich natürlich meine Angabe auf das, was hier übergeben wurde. Sowas kann man dann eben in dem Konstruktor auch noch machen. Das, das macht den Ganzen natürlich noch ein bisschen mächtiger. Und ihr habt dann natürlich komplette Freiheiten, was ihr hier machen wollt. Machen wir jetzt aber, also können wir eigentlich gar nicht auch alles machen, weil man eben, wie gesagt, so viel machen kann, wie man im normalen Programmcode auch machen kann. Also ihr könnt da wirklich alles benutzen. Ihr könnt Vorschleifen benutzen, While-Schleifen, was weiß ich, alles eben, was euch einfällt. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt und es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.